Let's go. Ciao, viel Spaß. Was? Chicken Way steht da. Nee, rechts. Oh ja. Sweet. Es geht, Niklas. Ah ja, guten Tag. Sneaken uns mal hier außen entlang, schön oben bleiben. Schön oben bleiben. Jo. Nice line. Woo. Hui. Yeah. So, jetzt will ich gucken, wie die anderen da runterfahren. Geil, Mann. Servus! Woo. Ah. Rough! Dunkel, seh nix. Boah. Weiter. Und ich hab kein Platten, immer noch nicht. Yeah. Es, mein Schlauch hält. Juhu. Wow! Hab ich mir selber Steine in den Weg gedrückt. Okay, da kommt glaube ich die Chicken Way runter. Und ich hab's geschafft. Wuh! Ja, Mann! Heil Witz macht das Bock. Juhu! Thank you.
so Green Trail fahren wir jetzt, muss man mit der Mutzkopfbahn hochfahren. Ein Zweiersessellift, genau das. Dann kann man den hier fahren. Ich finde diese Naturtrails mega lässig. Außenrum, Niklas. Ja, das ist ein altes Rad. Dann tue ich das denn nicht an. Ah ja. Oh. Servus. Oh, Alter, was die Kurve. Ich fahr mal. Wenn ich jetzt keinen Platten habe, dann weiß ich auch nicht mehr. Ah, jetzt sind wir wieder auf dem Teil, wo wir schon gefahren sind. So, wir wollen jetzt mal den Elfentrail fahren. Mit V geschrieben, wie der Corby gerade festgestellt hat. Oh, fuck, halt! Das ist der falsche, hier geht's zum Elfentrail. Ja, aber hier steht Kreuzmoos. Ja, wenn du den fahren willst. Ja,
Ja, ich bin die gute Line gefahren. Oh, wenn man mit dem unterwegs ist, der fährt Lines. Das ist unglaublich. Seit ich den kenne, ist das schon so. Für euch vielleicht ist es richtig witzig. Einen Corby kenne ich aus einem Tag Oberammergau. Also wir sind wirklich nur einen Tag Oberammergau miteinander gefahren. Dann habe ich gesagt, ich nehme ihn mit hier auf den Trip, weil das so Bock gemacht hat. Und ja, mega cooler Dude. Schaut mal bei dem auf Instagram vorbei. Ich blende es euch jetzt oben ein. Oder irgendwo halt. Mega lässiger Typ. Und geht ziemlich ab. Ah ja.